Moin meine kleinen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 50 Fragen, heute zu nerdigen Dingen. Ja, und dabei sind alle geil. Für die Pete's Meet. Hallo. Hallo. Und wie immer gibt es 4 Punkte für eine richtige Antwort, 1 Punkt für alle anderen bei einer falschen und vielen Dank an Fizzy fürs Einreichen. Danke, Fizzy. Fizzy. Nerdige Dinge. Achso. Fizzy mit Pff. Ja, mit... Würde ich jetzt sagen, okay, Chemie Frage Nummer ist nerdig. Peter, alles wirst du ja dann sehen, Peter. Was hältst du denn davon mit, wie heißt der Multiplayer-Ego-Shooter des League of Legends RAM? Valorant. Damit. Das ist richtig. Nice. Danke. Ganz entspannt steigen wir damit ein. Können wir machen, können wir kurz Pause machen. Ich muss mal meine Aufnahme neu starten. Frage Nummer 2. Welche Spielzeugroboter stammen vom Planeten Cybertron? Sepp. Das sind die Transformers. Das sind die Transformers. Das sind einfach die Transformers. Ja. Okay. Ja. Einfach beide. Ne, die Decepticons. Welche Spielzeugroboter hätte man eigentlich schon drücken können? Ja, eigentlich ist hier so eine Spielshow, da geht nur darum, schnell zu drücken. Ja. Wir sind halt Nerds, ne? Das wäre jetzt auch komisch, wenn wir jetzt gar nichts beantworten können. Wie heißt das Auto im linken Bein von Optimus Prime? Vielleicht sind da doch einfach mal Fragen, die man die ganze Zeit beantworten kann. Ja, vielleicht. Um welches große Ereignis der Weltgeschichte geht es in der Serie Band of Brothers? Mann! Zweiten Weltkrieg. Das ist richtig. Boah, krass, da war ich schnell. Das ist die beste Serie, die ich je gesehen habe. Mehrfach. Wir waren das ist ja auch Oscar. Die beste Serie, die du je gesehen hast. Band of Brothers, ja. Grammy ist Musik, Sebastian. Okay. Hey, was war denn Serie? Granny. Nee, Golden Emmys. Granny geht an Golden Girls. Gab's da nicht einen anderen Preis statt den Oscar? Emmy. Emmy. Okay. Sag ich euch die ganze Zeit hier. Ich weiß nicht. Ich höre nur Granny, keine Ahnung. Ich höre das gerade zum ersten Mal. Also. So, jetzt hier mal Schnauze, geht weiter. Ja. Frag mal, wie der Preis heißt für die Serie. In welcher Anime-Serie? Oh, okay. Anime-Serie? Dragon Ball. Das ist falsch. Scheiße! Nice. Ja, mehr kennt Peter auch nicht. Komm, One Piece. Das ist falsch. Das ist aber in doof, welcher Anime-Serie wurde das Brettspiel Dungeon Dice Monsters das ist Yu-Gi-Oh! Erfunden? Yu-Gi-Oh! Selbst du alter Nerd, ey. Da war eins von 4 Fragen bislang richtig beantwortet. Was für ein Spiel? Dungeon, da war ich auch aus Dungeon Dice Monsters. Das ist halt das Yu-Gi-Oh!-Spiel. Ich finde das total krass, dass Dungeon aber Dice heißt, obwohl es ein Kartenspiel ist. Warum heißt das Dice mit Würfeln? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Kartenspiel selber ist, was so heißt. Oder in der Serie, wie der da durchkämpft, dieses Turnier, weiß ich gerade nicht. Ich bin nur der Moderator, ich habe keine Ahnung. Die Zuschauer wissen, das ist auch lange her, dass ich Yu-Gi-Oh! Gesehen habe. Frage 5. Ja. Welcher Superheld tauchte das erste Mal in Ausgabe 15 des Amazing Fantasy Comics auf? Bram. Amazing Spider-Man. Und du meinst, der kommt erst in Folge 15 vor? Oder Ausgabe 15? Spider-Man ja, kommt der Amazing Spider-Man. In Folge 15. Nee, wieso? Du hast doch Amazing Fantasy, hast du ja, gesagt. Ja, aber. Okay, wer ist denn neu? Achso, ja, okay. Keine Ahnung, geht vielleicht um Kingpin in dem ganzen Anime, in dem Comic. Vielleicht geht es um Kingpin. Spider-Man ist auf jeden Fall richtig. Krass. Spider-Man kommt erst in Folge 15 von Spider-Man vor. Ja, das heißt ja nicht Spider-Man, das nein, heißt Amazing Fantasy. Comics. Amazing Fantasy. Ja, genau. Deswegen war das ja voll die smarte Antwort auch. Das war smart genug, ja. Aber den anderen hätte ich auch nicht gewusst. Hätte ich nicht gedacht. Frage 6. Wie hieß der von Microsoft entwickelte und nach nur 4 Jahren wieder eingestellte MP3-Player? Oh, wie hieß der denn? Scheiße, der hieß nicht Tuna, der hieß Tune. Nee. Tune ist falsch. Der hieß Tuna. Oh nee, weil er hieß Zune. Z-U-N-E. Ja, genau so hieß der, scheiße. So hieß der, Zune.
Echt? Richtige Antwort. Das war Vorarbeit von Dennis, muss ich sagen, an der Stelle. Ah, Bellasto, ey. Habe ich gar kein Bild mehr vor Augen. Wann ist der denn eingestellt worden? Ist danach denn der iPod rausgekommen? Ja, so 2 Jahre später oder so. Naja, bei MP3-Player würde ich jetzt sagen, so um die 2000er rum. Ich glaube, das war ein Konkurrenzprodukt zum iPod, hat aber nicht so gut funktioniert. Achso, okay. Verstehe ich gar nicht. Ich kenne nur den Archos noch. Das war ein Gerät, Leute. Was? Konntest du einen mit erschlagen. Wie lautet der zweite Vorname des ehemaligen Schauspielers Bruce Willis? Oder weil wusste ich auch mal. Ram. Abraham. Weißt du das oder rätst du? Jetzt machst du klingen und dann krieg ich die Punkte. Weil du es weißt oder weil du rätst? Weil ich geraten habe, aber macht keinen Unterschied. Ja, das macht. Vom Prinzip her macht das keinen Unterschied, das interessiert mich einfach nur und das ist falsch. Woher soll man denn das wissen? Das wusste ich mal. Das liest du doch einfach, oh, wenn du mal Bruce Willis bei Wikipedia so. Das ist wie bei One Piece, der zweite Name ist immer ein D. Das ist Bruce D. Willis. Dann Dick heißt er ja vielleicht Dick. Dick. Oder Dalton. Ich kann mir sogar vorstellen, heißt das denn D? Deutsch, heißt das nicht immer W? War Bruce Willis nicht irgendwie auch aus Deutschland? Ich könnte mir George vorstellen, dass das ein deutscher Name sogar ist. Hans. Okay. Hans Willis. Alter, ja, okay. Bruce Harold Willis. Vielleicht hat er auch ein R dazwischen. Bruce R. Willis. Ja, nur mit 2 R. Es ist ein deutscher Name. Es ist ein deutscher Name? Ey, keine Ahnung. Ja, ist ein deutscher Name. Also, ja, das ist auf jeden Fall ein deutscher Name. Das könnte ein deutscher Name sein. Alter, okay. Deutsche Namen. Will ich jetzt hier anfangen? Bruce Adolf Willis. Das sind 4 Punkte. Bruce Adolf Willis ist schon lustig. Was gibt es denn noch? Was ist denn so Klasse? Harald? Jürgen? Jürgen? Ah, nee, okay, aber gehen wir mal wirklich. Heinz. Bruce Heinz. Heinz Willis. Ich würde sagen, Heinz ist auch ein. Das geht auf jeden Fall gut von den Lippen. Bruce, ja. Heinz, Willis, nee, das geht nicht Scheiße gut an. Nee, das geht gut über den Lippen, kann ich euch sagen. Ich werde jetzt nicht einen der 3000 Namen versuchen zu raten. Georg, also George. Ja, aber das ist nicht deutsch, würde ich sagen. Nee, ist Georg nicht so ein typisch deutscher Name auch? Ey, George ist doch ganz klassisch. Also auch es ist George, aber Georg. Ja gut, komm. Ihr wollt nicht drücken, ihr überlegt. Natürlich wollen wir drücken. Christian, Peter. Okay. Peter ist doch auch kein deutscher Name. Nee, du bist dran, Christian. Okay. Mann, war das lustig. Christian. Christian. Christian ist auch ein englischer Name. Du, ich dachte, Jay will hier einen geheimen Tipp geben. Martin. Wie ist der denn noch? Verdammt, ich würde mich gleich sehr ärgern. Ist das falsch? Sepp heißt der? Nein, er ist nicht Sepp. Bruce. Also vielleicht heißt er Sepp, aber eigentlich heißt er Bruce. Weißt du, vielleicht Dennis? Da ist Maximilian. Nee. Bruce Maximilian Willis, finde ich auch gut. 5, 4. Bruce 3, Max Willis. 2, 1. Geschlossen. Harald, komm. Bruce Walter Willis. Ja, Walter ist doch voll amerikanisch. Walter White und so. Ja. Ich würde sagen, Walter ist ein ziemlich deutscher Name. Okay. Mein Cousin heißt so. Welcher Schauspieler? Na, mit Vornamen. Welcher Schauspieler verkörpert im Kino den Sci-Fi-Helden Richard B. Riddick? Ah, nein! Chris. Das ist, ja. Nee. Vin Diesel. Ja, Vin Diesel heißt Mann. Er. Hat lange gedauert. Das ist richtig. Hatte ich auch ein Poster im Kinderzimmer. Was? Aus Riddick? Nee, aus Triple X. Hatte ich das Kinoposter dann bei mir hängen. Der Riddick wäre auch Schmutz. Also Riddick. Riddick ist nicht so geil. Riddick war mega. Spiel habe ich damals gezockt. Spiel war gut. Geht. Ich fand sowohl Pitch Black als auch die Riddick-Filme ganz geil. In welcher Comicbuch-Serien-Adaption kommt ein Charakter namens Homelander vor? Oh Mann! The Boys. Richtig. Ich wäre so hart aufgeschmissen heute bei den so Fragen. So Opa-Gicht gerade. Ja. Ich muss mal die neue Staffel gucken. Ich kam noch nicht dazu. Mann, ist so geil. Frage ja, die 10. waren alle bisher geil. Wie viele Megabyte Speicher boten die offiziellen PlayStation 2 Memory...
Piss? 5 MB. War das eine Frage? War meine Antwort. 5. Ah, falsch. Ram. 4. Das war eine Antwort und keine Frage, aber falsch. 3. Falsch. Ram. Dann 8. Ja, okay. Oh, richtig. Sogar eine gerade Zahl. Ja, es waren 16 Slots, die man hatte. Alter, als ich dann irgendwann diese 32 Megabyte Karte hatte, Alter. Das war dann, krass. Ja. Das war krass. Frage Nummer 11. Welches deutsche Gesellschaftsspiel erschien? Siedler. Lass dich so sagen, wenn das richtig ist. Von Catan. Das könnte sein. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, so. Ja, sei Siedler ruhig ein bisschen nicht. Picky, ist okay. Siedler kenne ich nicht. Was hätte es sonst sein sollen? Ist falsch. Ja, Deutschland hat auch nur ganz wenig Spiele. Nein, aber wenn es die Siedler von Catan wären, dann wären die Siedler nicht richtig gewesen. Nee, das wäre schon Quatsch. Also. Welches deutsche Gesellschaftsspiel erschien 1910 und basiert auf dem englischen Spiel Lupo? Peter. Mensch, ärgere dich nicht. Oh. Mensch, ärgere dich nicht, heißt das, Peter. Und ich ärgere dich nicht und das ist richtig. Ich entschuldige mich wohl richtig. Das ist ja Das Siedler von Catan war Spiel des Jahres, glaube ich, 1995 oder sowas. Das ist noch gar nicht... Ja, nee, das ist schon mittlerweile alt. Das ist absolut richtig. Aber 1910 ist das nicht, genau. Ich finde, du hast ganz schön Glück gehabt, dass Jay das hat zählen lassen. Ja. Zu welcher Spezies zählt Ratchet aus Ratchet and Clank? Tja. Oh, das sagen die doch am Anfang. Chris. Zu den Furries. Dafür würde ich mir gerade geben, am Trinken, allein schon Alter, jetzt. Ich hätte gerade fast meine Cola hier verteilt. Furries sind es ausnahmsweise nicht. Schade. Ganz wichtiger Storypoint beim neuesten Teil, weil er ja immer dachte, er wäre der Letzte, aber da gibt es ja doch noch einer aus der alternativen Welt. Ja, weil man doch einen zweiten Charakter dazu dichten muss. Ja, aber meinst du, ich weiß nicht, wie der Scheiß heißt. Und dann gründen sie in Ratchet & Clank dann Saarland. Ja, genau. Die sind, so ähnlich die sind nicht miteinander verwandt. Weil ist so die Menschheit dann entstanden? Also wenn man Adam und Eva nimmt, ist das doch nichts anderes, Ja, oder? Das ist ja Religion. Das ist aber ja Peter, sind das nicht eigentlich die gleiche Person, nur aus unterschiedlichen Paralleluniversen? Nee. Also sind in beiden die letzte Person. Also sie sind ja quasi die gleiche Figur. Nein, das sind nicht die gleichen, nur weil es in beiden Universen die letzten sind. Ja, aber sie sind parallel. Ja die Seelenverwandten aus den anderen Universen. Hat denn jemand Ratchet & Clank gespielt? Nein. Ja. Meint ihr? Wird dann innerhalb der Story vielleicht erwähnt, dass sie dieselben sind? Und nein, hat die nicht oder so? Erzählt. Also muss ja eigentlich, weil er dachte, er wäre der Letzte. So, ne? Also, dann gibt's wenn ein Neandertaler mit einem Homo sapiens bumst und sich fortpflanzt, entsteht dann sowas daraus wie ein Maultier? Homo-Taler kommt dann raus. Ist das nicht so, dass wir super viel DNA auch von Neandertalern drin haben? Bei manchen definitiv. Bei manchen glaube ich das auf jeden Fall. Ach, ich habe keine Ahnung, Jonathan. Das ich habe auch keine Ahnung. Ja. Ich habe Ratchet und Clank, glaube ich, mal auf der PS2 gespielt. Jetzt also kann man sich so easy Punkte holen, wenn man das gespielt hat. Aber das tut natürlich weh, wenn man das verkackt. Wenn ich deswegen das gespielt hätte, wüsste ich das. 4, 3, 2, 1. Es war ein oder ist ein Lombax. Oder Lombax. Ah, Peter, wären einfache Punkte für dich gewesen. Damit wärst du in Führung gegangen, obwohl du das gespielt hast. Ja, weiß ich aber nicht mehr. Bitte. Frage Nummer 13. Welche drei Super Mario-Spiele sind in der 3D All-Stars Collection für die Switch enthalten? What? Ja. Next. Keine Ahnung. Moment. Super Mario 1, 2 und 3, Peter. Nee, das kann ja nicht. Was passiert denn da? Ich weiß es auch nicht. Mann, ey! Welche drei Super Mario-Spiele? Ich bin aus dem Urlaub wieder gekommen, die auf unserer Straße erstmal den Baum vor unserer Tür gefällt. Es ist doch gar kein Laub mehr. Die Laubbläser nicht mehr da, Christian. Nee, an der Straße, nicht hier bei uns. Ja, aber das weht doch trotzdem dahin. Nee, das war nicht der Laubgrund.
Das gibt es doch nicht. So, also welche drei Super Mario-Spiele sind in der 3D All-Stars Collection für Switch enthalten? Das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn man die ganzen Spiele schon mal gespielt hat. Ja, also haben wir aber nicht, weil mindestens einen davon haben wir bestimmt noch nicht. Also, da drin ist Super Mario 64 bestimmt, weil es ja die 3D Collection. Dann bestimmt Super Mario Sunshine, weil das ist, glaube ich, das zweite 3D-Spiel von Mario. Und dann Super Mario Galaxy. Galaxy, sag Galaxy, jawohl. Was ist mit Odyssey? Was ist nee, Super Mario Sunshine? Das ist ja für die Switch. Odyssey ist ja der Switch-Teil. Darf ich mal Super Mario Sunshine googeln? Das kenne ich nicht. Das ist der, GameCube 3D Mario. Ah. Welcher Teil von Galaxy? Eins. Welcher Teil von Sunshine? Es gibt nur einen. Eins. Ist richtig, ist immer eins. Richtig. Ja. Geil. Ärgern. Nein, okay, das war stark. Damit hast du den Fauxpas von dem stark. Lombax von gerade wieder ausgemerzt. Also von Galaxy gibt es tatsächlich nur zwei Teile. Ich weiß. Okay. Chatfrage. Ja. Chatfrage? Welchen denn? Wie viele Toffifee-Pralinen stecken aktuell in einer 400 Gramm schweren Packung? Alter. Okay, das ist richtig wichtig, die nerdige Frage. Sind nicht 12.364. Geil. Okay, darf ich kurz eine Frage stellen? Die Frage war ja, wie viel steckt in einer Packung? Heißt eine Packung auf einer 400 Gramm schweren Packung. Okay. Ah, 400 Gramm? Nee, ich lüge. Ich ärgere mich jetzt noch, weil 400 Gramm klingt irgendwie mehr als die Standardpackung, also in meinem Kopf. Das kann auch sein. Ist der Standardpackung nicht 100 Gramm? Habe ich zumindest gerade mit gerechnet. Oder 150 oder so, ne? Och nee. Im Moment, nur ich habe eingeloggt, das ist jetzt so. Toffifee ist schon ganz schön nice. Hab ihn mal in der Schwangerschaft muss ich jeden Tag eine Packung Toffifee für meine Frau kaufen. Ja, dann weißt du ja, wie viele sind, oder? Also in einer, wie viele sind in einer drin? Das so ja wenig, dass die nur einen Tag durchgehalten haben. Das klingt nach mehr als eine so eine, weißt du, eine so eine Tafel, wo die Dinger drin sind. Ja. Gut, ihr habt eingeloggt. Ich bin schon mal stolz auf euch alle. Das sind alles gerade Zahlen. Dankeschön, Papa. 24 sagt Sepp. 48 sagt Bram, 60 sagt Christian und 64 sagt Peter. Ich dachte, 32 sind in der normalen Packung. Ich dachte 5 mal 6. Oh, ich dachte 4 mal 8 und dann mal 2. Ja, genau, mal 2 habe ich auch gesagt. Achso, ja. Ich check so, ja, kurz. Ich hab gedacht, 3 mal 4 und dann mal 4. Ich dachte, eine Standardpackung wäre 100 Gramm. Ah ja, okay. Weil der Standardpackung bei minus 12 Gramm sind, weißt du? Ist zu wenig, oder? 3 ist auf jeden Fall zu wenig. Also erstmal ist so eine Standard normale Toffifee-Packung. Ja. So eine richtige Standardpackung. 100 Gramm, komm. Sind 15 Stück drin. Oh, echt? Oh, 15 ist schon mal. Wir haben einen richtigen Treffer. Dann ist 60 schon mal nicht schlecht. Wir haben einen komplett richtigen Treffer, der absolut korrekt ist. 15, krass. Dann 3x5, nicht 3x4. Es ist richtig. Brammen 48. Nice. Was, bei 15? Ja, keine Ahnung, wieso die nicht bei 60 sind, aber... Die, ja, aber wie geht denn das? 15? Ja, dann haben die halt eine andere Einrichtung, was weißt du nicht? Keine Ahnung. Okay. Toffifee, 400 Gramm. Was? Klingt nach Schmuh. Das klingt nach Schmuh. Nee. Obwohl ich die Punkte krieg. Nee. Die 400 Gramm Packung ist das Maxi-Pack und da sind 48 Stück drin. Ja, dann haben die einfach maximal reingeballert, was geht. Bei 15 Stück sind das wie viel Gramm? 125, glaube ich. Geil. Ja. Hast du mir noch die Punkte? Ja. Nee, Bram, ich finde, du kannst gerne. Ich bin ja noch dabei. Ja, echt mal, Bram, ja. Ich bin ja gerade am Durchsuchen. Jonathan, musst du erstmal durchatmen. Ja. Und nur ich hätte das vergessen. 4 Punkte, hast du ja. Alles gut. Als ob das hier passieren würde. Nee, deswegen. Ich bin auch nicht von ausgegangen. Aber ich dachte, ich wollte mal kurz erwähnen. Wir haben nie vergessen, Punkte zu vergeben. Frage Nummer 15. Mit welchem Haushaltsgerät wird die Form der Xbox Series X scherzhaft verglichen? Peter. Kühlschrank. Korrekt. Woo! Frage Nummer 16. In welcher Comic-Verfilmung trat Stan Lee zum letzten Mal vor seinem... Bram. Das war Endgame. Lass mal durchgehen, es ist Avengers Endgame. Boah, Jay ist heute so ein Gönner. Danke. So ein Gönner. Ja, Frage Nummer 17. Woo. Aber passt ja auch vom Titel, also.
Ja. Welche Modellnummer hatte die erste Ausgabe des Amiga-Computers im Jahr... Ja, Bram? Ist das der C64? Nein. Der erste? Oh. Ich glaube, das ist kein Amiga. Welche Modellnummer hatte die erste Ausgabe des Amiga-Computers im Jahr 19... Christian? Eins. Nee. Oh, falsch. Ja, stimmt. Zwei. Der Amiga 1000. Im Jahr 1985. Nice. Der Amiga 1000. Das ist korrekt. Ein bisschen wie bei Harry Potter. Und der Nimbus 3000. Ja. Hm. Lockdown. Jetzt möchte ich bitte Vor- und Nachnamen haben. Okay. Stanley. Welcher Schauspieler verkörperte Sherlock Holmes in der Neuauflage? Oh, das ist so leicht. Benedict Cumberbatch. Ja, ich weiß, das ist einfach. Deswegen wollte ich das haben. Korrekt. In der Neuauflage des BBC von 2010. Was, ich habe das Gefühl, dass nur um Geschwindigkeit heute geht. Ja, ja, ist das so. Doch mal gut. Ihr seid richtige Nerds. Frage, die war echt ihr schwer. Seid richtige Nerds. Das ist richtig. Ansonsten könnten wir alles beantworten. Außer Ratchet & Clank. Guck mal, jetzt andere. Kriegt ihr von mir Vor- und Nachnamen. Welchen Superhelden stellte der 2020 verstorbene Schauspieler Chadwick Boseman dar? Bram. Black Panther. Richtig. Das ist richtig. Oh, stimmt. Das tat mir echt leid, als ich das gesehen habe. Das hat mich so ein bisschen mitgenommen. Frage Nummer 20. Welche Star Wars Figur wurde in der Zelle 2187... Ach. Bram. Prinzessin Leia Organa. Sio Bibel. Mittlerweile. Prinzessin Leia hätte mir auch gereicht, aber ich mag es, wie man euch erziehen kann. In der Zelle 2187 des Gefällenblocks AA23 oder AA23 eingesperrt. Das ist schon lustig. Wie Tweet bildet? Wir haben jetzt 20 Fragen durch. Es steht aktuell 41 Punkte Brammen, 23 Punkte Sepp, 33 Punkte Peter und 17 Punkte Christian. Für welchen Film aus dem Jahr 2020 wurde eine echte Boeing 747 gecrashed? Bram. In Tenet ist das passiert. In Tenet ist das passiert. Not bad. Was? Bram, du alter Nerd. Ist ja einfach sauschnell, unfassbar. Ich weiß. Lohnt sich das, den zu gucken? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich den erstmal gucken soll. War nicht der stärkste Nolan-Film, muss man sagen. Aber auch nicht kacke. War so, kann man machen. Ist gesponsert von Airbus auf jeden Fall, der Film, das weiß ich. 22. Wonach wurde der Snickers-Riegel benannt? Nach dem Gott mit den dicksten Nüssen. Nein. Das ist eine gute Frage. Das ist ja wild. Das ist ja wieder eine geile Antwort. Ja, wenn er das auch nicht halt gehört wissen. Hat, dann. Okay, wo könnte das Snickers herkommen? Ich bin auch kein Nerd. Das kenne ich ja überhaupt nicht. Snickers. Nee. Also Mars liegt irgendwie nah, aber. Boah, komm. Die Erfinderfamilie hieß einfach Snickers. Oder so ähnlich. Die Erfinderfamilie hieß Familie Mars. Ach ja, scheiße, stimmt, das ist ja ein. Fuck, stimmt, das ist ja ein Mars. Aber es hat was mit Familie Mars hieß zu Snickers. Tun. Nein, aber es hat was mit Familie Mars zu tun. Den Tipp gebe ich euch. Okay. Also hier steht in der Antwort Familie Mars. Aber steht noch mehr dazu. Ich würde noch ein bisschen mehr dazu gerne hören. Hab keine Ahnung. Boah. Was könnte das denn sein? Das ist ja auch ein Mars-Produkt, ne? Das heißt, das kann ja jetzt nicht hier mega die. Von der Mars kommen. Ja, das kann jetzt nicht die Zerstörung, also das kann jetzt nicht der Ausfall mit der Familie Mars sein. Kann jetzt nicht sein, dass irgendwie Herr Snickers ankommt und die Tochter von Herr Mars. Herr Snickers vögelt. Kommt da nicht. Ja, darauf vielleicht erstmal schön Riegel eingeführt. Ja, deswegen, das kann ja nicht sein. Muss sehr wild, wenn Herr sein. Snickers die Tochter von Familie Mars gevögelt hätte. Also, das wäre. Dann wären wir in Dänemark. Fünf. Dänemark. Vier. Ich weiß nicht, wo der Dänemark herkommt. Hate herkommt. Eins. Der Postbote hieß. Weil
der Snickers-Riegel nach dem Lieblingspferd der Familie Mars benannt ist. Ach komm, ein Pferd Snickers. Ja. Klar. Alter. Nach dem Pferd. Und deswegen war das ein tiefer Dänemark-Witz, weil da ist doch Sodomie erlaubt, oder? Ich ist das mittlerweile nicht mehr. Oh Mann. Woher soll man dann wissen, dass in Dänemark das haben wir vor Jahren fand das Bram super lustig in irgendeinem Podcast. Ja doch, da kann ich mich dran erinnern, ja. Aber woher soll man das wissen mit der Familie, mit dem Pferd? Ja, das ist halt nerdiges Wissen. Genau, ja, das ist halt Wissen der Familie Mars. Ein Pferd hatte was Snickers hieß. Guck mal, jetzt haben wir... Ein Hund, der hieß Bounty. Wenn Andi irgendwann mal rumkommt mit irgendeiner Frage in seinen Spielshows, haben wir da jetzt einen Vorteil. Ja. Oh, die Tage zumindest bei noch in den nächsten zwei Minuten, bis wir das wieder vergessen haben. Ja. Frage Nummer 23. Welcher Star Wars Charakter wurde im Kino von Samuel L. Jackson verkörpert? Bram? Das war Mace Windu. Das ist richtig. Ja, Bram ist Star Wars Mace Windu auch ist stark. Auch immer die Standardantwort bei Star Wars, oder? Also sie dreht sich, wenn dann immer quasi um ihn. Ja, oder Sio Bibble. Oder Sio Bibble. Welches Softwarehaus hieß bei seiner Gründung noch Silicon and Synapse? Oder Synapse? Bram. Das war Blizzard. Lassen wir es durchgehen. Blizzard Entertainment. Das sendet von dir, Dankeschön. Welches Blizzard soll das denn sonst gewesen sein? Blizzard North. Nee, das ist Blizzard North ist doch ein Branch von der Company, oder nicht? Ja, aber vielleicht gibt es gibt ja verschiedene Sachen. Also es ist nicht eindeutig mit Blizzard. Okay. Frage Nummer 25. Welches Organ des Titan Prometheus wurde... Ach komm. Selbst die Niere? Leber! Lass es einfach durchgehen. Alter, der ist auch ein alten Gönner, ne? Muss man mal Was sagen. Was war denn jetzt die richtige Antwort? Wahrscheinlich die Leber. Wahrscheinlich, ne? Die Leber, Leber. Wenn er das so geschrien hat. Es ist die Leber. Ich war gerade so, ah ja, die Krähe, die frisst da die Niere. Nee, warte mal, das war was anderes. Ich bin heute ein Gönner. Das ist wirklich, Jay, ich bin, also... Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft, wenn ich da mal mitmache, auf gar keinen Fall. Der Anime-Film. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich da letztes Mal moderiert habe. Zu welchem Manga brach 2020 die... Ghost in the Shell. Ja. Also ich kenne mich natürlich hier nicht aus, aber hier steht definitiv was anderes. Nee, deswegen kreuze ich das. Demon Slayer. Das steht da. Das kenn ich. Brach 2020 die japanischen Kinorekorde. Ich weiß gar nicht, ob der neue Dragon Ball Teil jetzt auch oder der neue One Piece Teil das nochmal gebrochen haben. Das weiß ich auch nicht. Frage Nummer 27. Welcher Basketball-Superstar spielte die Hauptrolle im Film? Ach komm. Chris. Ich bin gespannt, ob du den neuen oder den alten meinst. Ich sag mal LeBron James. Ich weiß nicht mal, welcher Film mitgeht. Um Space Jam. War das nicht Michael Jordan? Warum sag ich das? Das würde Christian ja den Punkt. Also. Um Space Jam 2. Ja. Okay. Fangfrage ein bisschen. Also, mich hat sie damit gekriegt. Ich hätte auf jeden Fall Michael Jordan gedacht. Deswegen lese ich ja auch immer so schön langsam vor. Ja, ist auch okay. Und deutlich, damit Peter mich versteht. Du hast dich. Warst du nicht da, der sich immer darüber aufgeregt hat, dass ich nicht deutlich rede? Das ist richtig. Hab ich nicht verstanden. Und ich deswegen besonders langsam rede? Halt so, ich kann das nicht ganz verstehen, was der sagt. Ja, komm, ja, das kann natürlich sein. Das passiert. Echo! Wie heißt der Kopfgeldjäger, der von Han Solo. Chris? Der von Han Solo. Boah, keine Ahnung. Boba Fett. Nee. Ja, ich weiß, wen du meinst, aber. Ich weiß auch, wen du meinst. Der, noch mal? Der von Han Solo. Mutwillig in erschossen wird. Star Wars Episode 4 erschossen wird. Ja, wer hat zuerst geschossen? Ist die naja, wichtigste Frage. Han Solo hat zuerst geschossen, weiß doch jeder. Weiß ich nicht mehr. Das ist mehrfach geändert worden in den Schnittversionen danach, oder? Deswegen ist da, glaube ich, auch so eine Debatte. Dass hier nicht mal steht, wer hat Star Wars jetzt, Episode 4 eine neue jetzt, Hoffnung. Zuerst geschossen am Ende. Han.
In der aktuellsten Version haben. Das weiß ich gar nicht. Nee, in der aktuellsten Version. Aber das ist tatsächlich Nerdwissen, weil das passt, aber ich weiß es leider nicht. Ich weiß das auch nicht. 4, 3, 2, 1. Ihr habt alle den Film gesehen, ihr hättet alle Punkte holen können. Das ist fast so enttäuschend wie mit den Lombards. Greedo. Jo. Das ist eigentlich enttäuschender als mit den Lombards. Ja, also deutlich enttäuschender. Als ich habe den Namen schon wieder vergessen. Okay. Greedo. Greedo. Oh, jetzt wird's unangenehm. Wie viele Jahre ist Protagonist Oh Dae-soo im koreanischen Kultfilm Oldboy eingesperrt? Boah. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Was ist das denn für ein Film? Oldboy? Oder vielleicht heißt der sehr bekannter Dae-soo. Film, der hat auch eine amerikanische Variante bekommen. Ich habe das koreanische Original mal gesehen vor Ewigkeiten. Und ich kann mich vor allen Dingen an die Kampfszene mit dem Hammer erinnern. Oh ja. Die war nämlich nice und den Rest fand ich nicht so nice. Aber keine Ahnung, wie lange der eingesperrt Weiß war. Weiß ich auch nicht mehr. Länger als ein Jahr? 17 Jahre. Blondes Haar. Nein. Ram. 25. Nee. Boah, pass auf. Ich pass auf. Der hatte lebenslänglich. Das ist eine Trickfrage. Ja, der ist auf jeden Fall rausgekommen wieder. Also ja, der ist ausgebrochen. Also war der dann lebenslänglich im Gefängnis? Ich muss wirklich sagen, Bram ist wirklich einfach das Superbrain. Aber ist falsch, okay. Das ist richtig. Das ist falsch, das richtig ist. Ist der ausgebrochen oder kam der raus, Peter? Ich glaube, der ist ausgebrochen, aber das weiß ich nicht mehr. Sepp! 7 Jahre saß er da drin. Aber Bram, der wurde auch nicht verurteilt, sondern der wurde tatsächlich eingesperrt von, ich glaube, bösen Leuten. Ach so. Ist das denn so ein Kung-Fu-Film? Ja, nicht so wirklich. Okay. Also eigentlich gar nicht. Okay. Oh. Ihr wart alle relativ nah dran. Außer lebenslänglich. Mach mal weiter. 7 und 25 ist nah dran. Ja, 7 und 25 finde ich auch weit auseinander. 3, okay, 2, die Mitte wäre 17 ungefähr. 1. Aber, hatten wir schon 17. Ich hatten wir schon. Schließe. 17 ist sehr nah an der Antwort dran. 25 16. ist fast genau dran. Weil 15. 18, 15, okay. Also, so. Hätte man wissen können. 17 ist nah dran. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Fast so wie Sio Bibel oder Greedo. 7 ist auch nah dran. Frage Nummer 30. Wie lautet der Künstlername von Röttger Feldmann? Oh, den Namen kenne ich. Dem Zeichner der Werner Comics. Chris. Brösel. Richtig. Oh, stimmt. Brösel. Kommt ja im Film auch vor. Ja, das sind immer die Parts, die ich übersprungen habe. Ja, weil die waren auch echt Kacke sind. Uff. Welche Schnellrestaurantkette hieß Bram? McDonald's. Nee. Schade. Welche Schnellrestaurantkette hieß bei ihrer Gründung noch Pete's Super Submarines? Ach, Mann. Bram. Dann wahrscheinlich Subway. Vielleicht hast du das recht. Was ist denn hier, ey? Da Brams Gesicht einen Anlauf, wenn man drückt. Ja, zum Kotzen. Frage Nummer 32. Unter welchem Codenamen ist die Comicfigur James Logan Wolverine Howlett weltbekannt? Mann, ey, ihr seid alle viel zu schnell einfach. Ja, Wolverine. Das ist unfassbar. Das wäre eine von den Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Was? Der Film ist doch Logan, der letzte. Ah, ja, stimmt. Oh. Ja, das war alles gelogen, hat er gesagt. Welche Comic-Verfilmung ist nach einem Neuschnitt satte 242 Minuten lang? Mhm. Christian. Suicide Squad. Ne. Ja, keine Ahnung. Also, nach der Neuverfilmung... Ja, das ist alles, was wir an Infos kriegen. Ja. Ja, die ist auch bekannt. Wen geht es denn, Peter? Ja, das will ich dir nicht sagen, weil vielleicht fällt mir das noch ein. Kannst du die Frage nochmal vorlesen? Ja. Na sicher. Welche Comicverfilmung ist nach einem Neuschnitt satte 242 Minuten lang? Justice League. Mann, das ist Justice League, ist das so?
Oh. Das hätte ich auch. Also Suicide Squad, da gibt es halt noch Justice League. Da ist der Snyder Cut gemeint, ja, oder? Bestimmt. Die habe ich sogar gesehen. Justice League geht nur 120 Minuten lang. Ja, aber der Snyder Cut geht halt so lange. Deswegen bin ich halt ein Gönner und sage, Zack Snyders Justice League ist auch durchgehend. Okay. Alter, Jay ist heute wirklich so gonorös. Das ist schon ein Unterschied. Das heißt, Zack Snyders Justice League oder Justice League? Der andere Justice League geht 120 Minuten lang. Scheinbar nicht so geil. Aber ich lasse durchgehen. Frage Nummer 34. Du musst dich schnell noch bedanken. Danke. Macht er nicht. Welche hat er? Welche englischen Wörter verbergen sich hinter der im Internet gebräuchlichen Abkürzung HTML? Uff. Boah. Chris. Hypertext. Message Language. Ja. Was war das? Hypertext Message Language. Ist falsch. Hypertext Message Link. Falsch. Hypertext Multilanguage. Ach. Falsch. Multilanguage finde ich gut. Multipass. Ich muss sagen, das ist schon not bad. Ja, das könnte man wissen, wenn man Informationsverarbeitung im Studium hat. Ach ja. Ich hatte auch Informatik. Okay, also Hypertext. Aber Peter, HTML hatten wir, glaube ich, nur zwei Language. Vorlesungen oder so. Ja, ist auch keine Programmiersprache. Was könnte da noch mit rein? Keine Ahnung. Hypertext. 5. Massive Tits. 4. 3. 2. 1. Ich schließe. Hypertext? Ja. Ja. Markup. Markup. Language. Oh, Markup. Oh mein Gott. Markup wäre auch das nächste Wort gewesen, was gekommen wäre. Das ist auch L und nicht T, ich Dulli. Oh mein Gott. Ja, so. Massive Tits. Wie lautet der echte Name von Son Goku aus dem Kultmanga Bram? Sepp. Das ist Kakarot. Das ist Kakarot. Das ist gar nicht ja wie, als richtig. Ob der Kaka ist ja im Japanisch ist es Kakarotto. Dass du das durchgehen lässt, ja. Das hier steht Kakarot. Ja, der heißt halt nach Möhren. Ich okay. lass hier heute wirklich viel durchgehen. Frage Nummer 36. Welcher Schauspieler verkörperte auf Netflix Geralt von Riva in The Witcher? Chris. Das war, wieso habe ich jetzt eigentlich gedrückt? Ja, hier wird gedrückt, bevor die Antwort gewusst wird, aber ich weiß es gerade selber nicht. 3, 2, komm mal hier auf den Namen. Maul Cosplay. Falsch. Schade. Ich will den Namen haben und nicht nur irgendwie, das ist der und der Schauspieler. Ja, das ist auch gefragt, wie der heißt. Ja, genau. Nee, welcher Schauspieler verkörpert? Du meinst, das ist doch der nicht, wie der heißt. Ich will aber den Namen haben. Ja, das ist eine falsche Antwort. Das Internet liebt... Henry Cavill. Ja, oh, Henry so Cavill. Hieß der Jung. Ja. Der schlanke Boy. Echter PC-Gamer. Vielleicht heißt er auch ja. Henry Cavill, aber sowas. Aber Cavill lass ich auch mal durch. Alter, der hat eine Instagram-Story gemacht, wo er seinen Rechner zusammenbaut. Ja, so ein Real. Alter Junge, das sieht irgendwie mega strange aus, wenn Superman komplett durchtrainiert in so einem blauen Mann mit halbnacktem Oberkörper gefühlt hier einfach so einen Rechner zusammenbaut. Wie so ein Porno beginnt. Terry Crews hat das auch mal gemacht. Hat sich das geil gemacht? Nee, aber ich war sehr beeindruckt davon, dass er das alles wusste. Und dann dachte ich mir, boah, Alter Junge, als du den zusammengebaut hast, war das nicht bei dir nicht so aufgeräumt. Der hatte sogar so ein Set, wo jedes ein Werkzeug Tool-Set? An seinem Platz lag, weißt du? Alles. Und ich war so, alles klar, ein Schraubenzieher muss reichen. Jetzt geht's los. Es gibt ja dieses geile Meme von dem, wo er gefragt wird vom Interviewer, PlayStation oder Xbox. Und er antwortet mit so einem angewiderten Blick, PC. Das finde ich ganz gut. So, Peter, jetzt aufpassen und schnell klicken. Okay, wieso nur ich? Dann kann ich mehr Zeit lassen. Wie heißt das erste Schiff der Strohhutbande aus One Piece? Alter, fick dich. Bram. Fuck. Die Lamp. Ist das die Antwort? Flying Lamp. Flying Lamp. Schon mal, die habe ich gestellt sogar. Ist Fuck jetzt die Antwort? Nein, Flying Lamp. Ah, okay. Habe ich das durchgelassen? Sunny ist die zweite. Weiß ja, ey, Sepp hat auch erst Niere gesagt. Frage Nummer 38.
Welcher PC-Klassiker bekam 2020 eine Neuauflage mit dem Untertitel Reforged? Bam. Warcraft 3. Ende. Ich weiß gar nicht, dass wir hier einen Schmutzquiz haben. Tja, wenn ihr jetzt noch Reign of Chaos gesagt hättest, würde Jay da durchgehen lassen, aber sonst. Hier steht Warcraft 3. Ja, was ist das denn? Ja, super ungenau, diese Antworten. Aber super ungenau ist es ja nicht. Ist denn nicht Frozen Throne auch dabei? Oder war ja, ist beides dabei. Also Warcraft 3 Full Game oder alles. Ja. Oder nur Warcraft 3. Oder nur Warcraft 3. Frage Nummer 39. Welcher Song der Band Smash Mouth spielt zu Beginn des Films Schreck? Den kann ich mitsingen. Wie heißt denn der nochmal? Was? Ugly. Ugly ist falsch. Chris. Der heißt doch bestimmt Somebody. Das hätte ich jetzt auch gedrückt. Und gesagt. Stimmt. Ich hab genau das gleiche gesagt. Der heißt Somebody. Ich weiß nicht, wie der Titel heißt. Das ist falsch. Worum geht's denn im Refrain nochmal? Somebody. Nee, das ist was anderes. Das ist nicht Bieber, oder? Ist das ein anderer Shrek-Teil? Nee, nein, das ist genau richtig. Ihr habt absolut recht. Wir reden von Shrek 1. Ja. Aber was singt der Refrain? War Christina Aguilera, ne? Fuck. Ja, es war Beautiful. Geil. Ram. Rockstar? Ist der Rockstar? Ja, stimmt. Irgendwie so? Ist das der Refrain? Ja, das ist der Refrain. Ist falsch. Scheiße. Hey now! Ist falsch. Hey now, you're a Rockstar. Oh, fuck. Weiß er das? Ja, das ist er. Rockstar. Was sagt denn der da? Was sagt der bei diesem? Vielleicht heißt der Song auch. Sagt zweimal Hey Now. Das muss ja wohl Hey Now sein. Nee, Hey Now, you're a Rockstar. Wenn er zweimal Hey Now sagt, muss es das eigentlich sein, wa? Ja. Und Rockstar auch. Also, Bram, du warst auch gut. Christian. Play. Nee. Dann weiß ich nicht. Ja, nee, auch nicht, Mann. Also ich weiß nicht, was der bei diesem geraten, aber. 5, 4, 3, 2, 1. Es ist Star im Namen. Aber nicht Rockstar, sondern Allstar. Doch, singt der Hey Now, you're Allstar? Keine Ahnung. Aber das war die falsche Antwort. Das ich sag ja, ich bin heute knallhart, ja? Mit den Antworten. Ja, sei ja. Aber Hey Now hättest du auch mal durchgehen lassen können, Mensch. Frage Nummer 40. Welche Comicfigur fesselt ihre Gegner mit dem goldenen Lasso der Wahrheit? Wonder Woman. Mhm. Ja. Mit dem goldenen Lasso der Wahrheit. Und dem unsichtbaren Flugzeug. Alter, Peter, Junge. Was ist mit dir los? Was ist denn das goldene Lasso der Wahrheit? Das ist das Lasso von Wonder Woman. Oh mein Gott. Ja. Ja, den letzten Film habe ich nicht gesehen, der sollte schmutzig ja, gewesen. Wie gesagt, der hat auch ein unsichtbares Flugzeug, aber der hat es nie benutzt, weil er nicht wusste, wo es geparkt hat. Okay. Wie viele Schläge braucht Anime-Held? Nein! Einen. Ah! Ja. Saitama üblicherweise, um einen Gegner zu besiegen. Das ist ein One-Punch-Man. Richtig doof. Ohne Punch-Man ist das. Das ist voll, so heißt der voll Anime? Ja, der ist voll traurig, weil er kriegt keinen Alkohol. Ist ohne Punsch. Alter. Wow. Aber Christian Stark, das war schnell. Endlich. Schätzfrage. Wer von euch hat immer früher viele SMS geschrieben? Ich. Nicht. Perfekt. Ich nicht. Bitte. Eingeloggt. Wie viele Zeichen können maximal mit einer SMS-Nachricht übertragen werden? Keine Ahnung. Bitte. Also bin ich mir jetzt relativ sicher. Du hast ja auch schon eingeloggt. Ja. Aber alle haben eingeloggt, da kommen wieder diese Zweifel. Waren das jetzt wirklich so viel? Oder? Wir haben zwei richtige Antworten. Nice, Bram. Ja, wahrscheinlich Bram und Sepp. Ich bin mir ziemlich sicher. Peter und Chris sagen 64. Und die anderen beiden haben die richtige Antwort. Bram sagt 160 und Sepp sagt 160. Ja. Okay, 160. Da hat die SMS aber 20 Cent gekostet, das war richtig 160. Teuer. 160. Und damit bekommen Brammen 4 Punkte, bevor er sich beschwert, ganz schnell machen.
und Sepp auch nochmal. Ich wollte mich gar nicht beschweren. Ich wollte das nur erfragen. Das war keine Beschwerde. Offiziell, das war keine Beschwerde. Ich hab das ganz. Aber dieser Unterton hatte schon etwas Aufforderndes. Ja. Frage Nummer 43. Wie lautet in frühen Drehbuchfassungen der alternative Name von Luke Skywalker? Oh, Anakin. Bram. Ich glaube, der hieß Luke immer noch mit Vornamen, aber der hieß Starkiller. Du bist echt ein Nerd. Nice. Das ist krass. Ich hätte jetzt gedacht, der hieß Luke Skywalker oder so. Starkiller, Alter, das klingt ja übelst krass. Da hätte ich auch einen anderen Film erwartet, muss ich sagen. Naja, jetzt würde ich das mehr oder weniger umschrieben haben, bitte gerne. Um wen oder was handelt es sich bei Dejarik? Was sind wir denn jetzt? Ich kopiere es natürlich gerne nochmal rein. So. Dejarik? Chris. Das ist eine Spezialität aus dem Balkan-Restaurant. Ja, das ist so Reis. Ist das nicht Dejarik-Reis? Dejarik-Reis, genau, zum Beispiel. Ja, es ist Jubjek. Das war ein leckeres zu essen. Nee. Weder. Das ist ein Bösewicht aus Doctor Who. Nee. Aber ich gebe euch jetzt noch den Tipp gerne. Ach, jetzt krieg ich einen Tipp. Ja, ihr habt zwei falsche Antworten bislang gemacht. Ich soll ich dir nicht sagen? Doch, ist okay. Doch. Das müsstet ihr eigentlich alle wissen. Was? Stark, dann drücke ich einfach mal. Das ist ja ein Mega-Tipp, Alter. Und sag, das ist die Sache, von der wir alle wissen, was sie ist. Sehr gute Antwort, würde ich sagen. Aber wir müssen dann ja nicht mehr drüber reden, oder? Ja. Weil wir wissen ja alle, was das ist. Na, schade. Hätte ja klappen können, nah genug dran. Dabei war der Tipp von Jay so gut. Der war mega, der Tipp, oder? Hast du einfach nicht verwandelt. Das ist tatsächlich gut, weil dann kann es nicht aus Doctor Who sein, zum Beispiel. Das stimmt. Das ist ja schon echt. Aber viele Leute kennen immer noch von Film, Serie, Videospiel. Das ist die Familie von Sio Bibble. Das Universum ist schon mal nicht schlecht. Das ist der Heimatplanet von Sio Bibble. Das ist Naboo, oder? Weiß ich nicht. Alter, ihr habt komische Fragen. Ram. Das ist ein Speeder oder ein Raumschiff aus Star Wars. Die Dejarik. Nicht? Okay. Das ist ein Ort, da hat eine Schlacht stattgefunden. Ram. Das war zu essen in Star Wars. Sepp. Das ist eine von den Alien-Rassen, die es gibt. Oh, schade. Das ist eine Person aus Star Wars. Alter, das ist aber echt fies. Das ist aus Star Wars. Okay, war es genau aus Star Wars? Okay, ich wollte nur mal eingrenzen. Ich wollte mal eingrenzen. Hast du direkt Nein gekriegt? Ja, eben. Ich lasse doch auch Sachen durchgehen. Ich gebe euch Tipps, indem ich euch direkt wegdrücke. Ey, da war gar keine Kritik. Wenn wir das sofort wissen müssten... Nee, das müsst ihr nicht sofort wissen, aber das könntet ihr wissen. Wait, das hört sich immer mal anders an. Ja, das müsst ihr wissen, weil müsst ihr genauso wissen, wie halt Ratchet & Clank. Ach so, ja, okay, nee, dann ist also, und Sepp, der hat dann auch gespielt. Das ist ein Ort. Ich glaube, das hatten wir schon. Sind das nicht die Zwillinge? Zwillinge? Ja, ist denn die Zwillinge? Das ist doch Matrix. Nicht ein Zwillinge. Nee, gibt's da nicht auch die Zwillinge hier bei Mr. Schwabbel? Hat er nicht auch so Zwillinge? Zwillinge bei Mr. Schwabbel? Du meinst die Sklaven, die sich an der Kette hat er doch Zwillinge, ist die vielleicht Dejarik? Bei Mr. Schwabbel, Alter. Nee, ich bin Star Wars-Fan. Oh nee. Mein Gott. Aber das so Krasse ist, es ist ja schon mal kein Ort, ne? Es ist kein Mensch, also es ist kein Alien, kein bestimmtes, also keine Rasse zumindest. Nee. Das ist schon echt crazy. Ram. Das ist eine Tätigkeit. Oh, guck mal. Oh. Ich glaube, der lässt sich nur zappeln. Achso, also das ist eine Tätigkeit. So wie Lichtschwert führen oder was? Ich Dejarike oder wie? Genau, du Dejarikst. Ja, was mache ich, wenn ich Dejarike? Du machst eine Bewegung, die übernatürlich ist. Nee.
Wie ist denn eine übernatürliche Bewegung? Also? Unendlich hochspringen zum Beispiel. Das schon eine übernatürliche. Das können auch Jedi nicht. Ich habe einfach gar keine Ahnung. Das können auch Jedi nicht. Unendlich hochspringen, glaube ich nicht. Nee, okay. Ach, pass auf, das hat eine natürliche ist Bewegung. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist unendlich hochspringen eigentlich fliegen? Ja, quasi, ja. Nee, ich würde sagen nein, weil beim Fliegen kannst du ja innerhalb der in die Richtung wechseln. Ja. Ja, weil du kannst halt die Gravitation austricksen, ne? Und beim Springen nicht. 5, 4, 3. Ich habe jetzt so aufgedrückt, ich drücke jetzt nicht Nummer. 1. Es ist aus Star Wars. Ja, dachte ich mir. Und zwar spielen das sehr, sehr gerne Jabba und... Oh nein. Nicht Jabba, Chewbacca und... Ist das dieses Kartenspiel, was du auch... Aber wer spielt das denn noch? Chewbacca und Han? Nee, Chewbacca und Luke? Spielt man das bei Knights of the Old Republic? Ist das Schachding? Ist das das, was Richtig. Du bei Knights of the Old Republic spielst? Achso, jetzt habe ich irgendwas richtig gedrückt. Das, was die Millennium Falcon dann spielen auf dem Table. Genau, das ist Déjà-Rig. Wie hieß denn das Kartenspiel? Das hieß, Jedarik hieß das. Das irgendwie, ja. Okay, vielleicht ist das die nächste Frage. In welchem amerikanischen Bundesstaat soll sich die Serienstadt in South Park befinden? Uff. Ja komm, da habt ihr irgendwie 53 verschiedene Antwortmöglichkeiten. Das ist doch gar nicht so schwer. Aber das können wir auf jeden Fall wissen. Ja. Das kann man, das sollte man wissen, ja. Das sollte man, ja. Chris. Colorado. Ja. Sie sollte man wissen. Ja, nice. Ich war die ganze Zeit bei Kalifornien, mein Kopf dachte mir, nee, aber so ähnlich. Frage Nummer 46. Was kaufte Douglas R. Hofstadter bei der ersten Amazon-Bestellung überhaupt? Parfüm. Wegen Douglas. Douglas? Achso, ja, du hast doch Douglas gesagt. Douglas R. Hofstadter. Keine Ahnung, wer da... Falsch. Ach, Mann! Bram. Ein Buch. Ja. Ja. Bessert. Das hat mich hardcore verwirrt, dass der Douglas ausgesprochen hat. Da haben wir darüber geredet, dass Amazon halt früher ein Buch und ein Buchhändler war. Ah. Ja. Da wollte ich wissen, welches. Das wär, die Bibel, hätte ich gesagt. Die muss man sich kaufen? Ich dachte, die verteilen die umsonst. Ja, die wird aber bei deiner Geburt in der Kirche mit dabei gelegt. Frage Nummer 47. Welcher Berufszweig steht im modernen Sitcom-Klassiker Brooklyn Nine-Nine im... Chris? Der Beruf des Polizisten. Der Beruf des Polizisten, das ist leider richtig. Es ist korrekt. Welche Polizei. Konsole trug während ihrer Produktion noch den Codenamen? Codenamen. Bram? Okay, pass auf, du willst bestimmt auf die Scorpion raus. Also ist da die Xbox One? Nee. Schade. Xbox One X? Nee. Dann war das die 360. Xbox 360. Wie hieß der Codename? Scorpio oder Scorpion. Scorpio, ich such Xenon. Okay, scheiße. Naja. Aber ist ja Xbox 360, sonst hätte er es ja jetzt nicht gesagt. Das ist ja richtig, genau. Richtig. Ach ja, stimmt. Scorpio war aber dann eine, entweder die One oder die One X. Es war irgendwie. Die One, glaube ich, so wie Bram schon richtig sagte. Ja. Codename Xenon ist die Xbox 360. In welcher Zeichentrickserie fahren die Figuren einen Van namens Peter? Ich sag mal Scooby-Doo. Yes. Mystery Machine. Das ist richtig. Letzte Frage. Auf welchem Planeten reisen die Menschen in James Camerons Filmklassiker Avatar? Peter. Damit holt er Pandora. Mich. Aufbruch nach, Damit holt er mich. So ein Schmutz! Glückwunsch, Peter. Das ist richtig, ja. Das ist auf jeden Fall richtig. Also, wenn du mir jetzt 5 Euro überweist, würde ich aufs Kreuz drücken, dann überholt er dich nicht. Hey Jay, du kannst halt auch einfach durch Unvermögen schaffen. Hier ist doch Zweiter geworden, das war ja richtig knapp. Und dann sind wir durch. Frage Nummer 50 ist vorbei. 60 Punkte, Christian.
74 Punkte Sepp, ich muss ja von hinten hier rangehen. Und schade. 77 Punkte haben Peter. Und Gewinner mit 108 stark. Punkten nice. Ist Bram Stark. Da waren aber auch wirkliche Nerd-Antworten bei von Bram. Der ist der nerdigste von uns. Ist okay. Und der schnellste. Ganz oft war es, glaube ich, der letzte. Er ist der nerdigste, aber er ist auch der schnellste. Aber schön die Aber-Antwort. Das ist schon schön. Das war auch immer wieder eine wunderschöne Folge 50 Fragen mit einem sehr kulanten Moderator, möchte ich an der Stelle sagen. Und vielen, vielen Dank für Sie fürs Einreichen nochmal. Cool. Danke. Und haut rein, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.